Herzlich willkommen zurück zu unserem Quake Let's Play in Pain Maze, eins meiner Lieblingslevel. Und am Anfang dürfen wir da auch ordentlich gleich mal quadragen. Achtung, es fallen viele Gegner vom Himmel. Also immer auf den Rücken achten. Hier zum Beispiel die Übermasse an Spawns. Hier müssen wir auf den Altar schießen, sonst geht's nicht weiter. Dann allerlei Gegner geköpft, gegrillt, explodieren lassen etc. Während wir hier noch ein bisschen voranschreiten im Level, vielleicht ein kleiner Tipp. Falls ihr mal mehr als 5 Spieler seid oder 4 oder 5 aufwärts, dann würde ich dieses Level auch im Deathmatch empfehlen. Macht einen Spaß. Ich bin selber leider nie oft ins Vergnügen gekommen, weil das Level nie einer spielen wollte außer mir. Hat die Leute mal ein bisschen abgeschreckt, weil keiner die Map wirklich kannte. Sehr schade, denn die macht einen Heidenspaß, sowohl Singleplayer als auch Multiplayer. Singleplayer ist wohl ein bisschen haarig, gerade für Anfänger, das gebe ich zu, aber macht ja auch ein bisschen Spaß aus. So, wir schmieren noch ein bisschen Ivor aus, vor zurück, irgendwann liegt sie nämlich jetzt. Achtung, jetzt kommt eine kleine Falle in dieser Map. Hier gibt es einen kleinen Graben voller Spawns und sobald wir ein bisschen nach vorne laufen, wird diese Wand dort hinten uns nach vorne drücken und wir fallen in die Grube. Also schon bevor sich die Wand bewegt, ordentlich ein paar Granaten runterhauen, dann sind zumindest ein paar der Spawns eliminiert. Also ich habe jetzt so ungefähr die Hälfte davon erwischt und dann versuchen, dass man ganz schnell die noch mit der Supernailgun wegkriegt, sonst fliegt man in die Grube rein und man hat ausgeschissen. Die 4 Schalter aktiviert, dann fährt der Aufzug mit dem goldenen Schlüssel runter, dann geht's wieder zurück zum Start. Achtung, da ist ein Spawn gespawnt. Da spawnen noch mehr Spawns, also hier ein bisschen langsam und aufpassen. Hier in dem Raum sind es 4 Stück, die verteilen sich gut. Jetzt haben wir den Silberschlüssel, wir haben 2 Möglichkeiten zur Türe zu gelangen. Das hier ist Möglichkeit 1. Ich finde die etwas sicherere, weil man da aus dem Hinterhalt die Gegner gut abmeucheln kann. Nämlich 3 Death Knights. Machen wir jetzt Stück für Stück. Das hier, dieser große Hauptraum von The Pain Maze, ist auch so ein Raum, der mir persönlich immer in Erinnerung geblieben ist, als so eine Konstruktion in Quake. Komischerweise sind das immer so diese komischen großen Räume bei mir, an die ich mich am meisten immer erinnere, selbst Jahre danach. So, der zweite liegt auch bald, dann hätten wir die Geschichte und ich glaube an den dritten kommen wir von hier nicht so wirklich ran. Außer wir haben sehr viel Zeit, ich glaube, ich mach's mal lieber auf die Holzfäller-Methode, vielleicht treffen wir ihn ein bisschen mit den Granaten, ja, ein bisschen Wasser abbekommen, aber es ist nicht so einfach, den zu treffen da oben. Also machen wir es lieber mit der Shotgun. Hier Goldschlüssel rein, dann fährt der Aufzug runter. Bevor wir den Weg gehen, allerdings werden wir noch ein bisschen das Wasser inspizieren. Da gibt es nämlich noch einiges zu holen. Den Unsichtbarkeitsring hier heben wir uns für später auf, wenn er taktisch wertvoll ist. Ansonsten schwimmen wir mal hier rein. Ich klebe wieder mal am Fisch. Das passiert leider öfter. Stichwort Fisch, da sind noch 2. Dann hier Granaten hochgejagt, da warten nämlich 3 Spawns. Ansonsten ist das ein Secret, Taucheranzug, Muni für die Raketen, Thunderbolt, hier geht's zurück zum Start, brauchen wir nicht. Das wäre der zweite Weg gewesen, wie man eben hier in diesen großen Raum kommt. Nun denn, fahren wir mit dem Aufzug des Goldschlüssels nach oben, dann springen wir hier rüber. Schießen die Decke an, wenn wir auf dieser Planke stehen. Nächstes Secret, wir grapschen uns die Quad. Und gleichzeitig den Ring. Dann geht es da drüben weiter. Die Barriere geht auch nur mit einem Silberschlüssel auf. Hier, das ist der gefährlichste Raum des Levels. Vorsichtig, wirklich sehr vorsichtig. Schalter aktivieren, dann erstmal wegrennen. Und dann erst auf die Gegner schießen, denn sonst umzingeln die einen, auch wenn man den Ring hat. Da oben können wir noch ein bisschen randalieren, solange wir die Quad haben, vor allem mal die blöde Spinne weg. Und hier oben sind wir zumindest halbwegs sicher vor den Gegnern. Also werden wir einen Teil von denen oben abknallen. Da hinten ist noch ein Fiend. Sobald wir den töten, wird eine Ball gespawnt, nämlich hier genau vor unserer Fresse. Frage, nehme ich jetzt Nail oder Thunderbolt? Ich nehme mal einen Thunderbolt, denn wir wollen ein bisschen Nail sparen. Hier gäbe es noch Rüstung, Ammo, Munition und Energie, falls gebraucht. Ich nehme lieber den zweiten Ring. Ist nicht so wichtig in der Situation, aber Gott, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ihr kennt den Spruch. So, jetzt sind hier wieder im Hauptraum einige Gegner gespawnt. 2 Death Knights, 1 War. Wir schalten zuerst mal die Knights aus.
holen uns gleich die Muni da drüben, dann springen wir der Wall quasi auf den Kopf und machen die von hinten platt. Und jetzt gibt's endlich 2 Level vor Schluss dieser Episode den geliebten Raketenwerfer. Da öffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Wir holen uns noch die Nailgun-Ammo, dann steigen wir nochmal ab ins Wasser, denn hier gibt's noch ein Siegel, das können wir jetzt gut gebrauchen, nämlich ein Panther-Chrom de Protection, also die Unverwundbarkeit. Dann lassen wir uns hier nach oben teleportieren und gehen diese Passage hier, dort geht's nämlich zum Ziel. Und der Schlussraum, der hat's in sich, aufgepasst. Erstmal 2 Worm, man denkt sich nichts Böses. Allerdings kommt da noch mehr auf einen zu, nämlich eine wirkliche Drecksbagage an Spawns. Das war es noch nicht. Die kommen aus den Fenstern geflogen, wie blöd. Ohne Unverwundbarkeit hätte ich hier schon das Zeitliche gesegnet. Und jetzt war es auch knapp. Zum Glück gibt es hier 100 Energie. Zwischendurch sollte man übrigens auf den Altar schießen, sonst kommt man nicht durch die Tür. 2 Death Knights noch, dann sind wir fertig. Wie ich finde, ein schönes, kurzes, knackiges, wunderbares Level. Wir sehen uns im letzten Level der 4. Episode demnächst wieder. Bis dann.